Hallo zusammen. Heute machen Jenny und ich noch ein kleines Tutorial. Also das heisst, wir tun noch ein paar Sachen erklären, was wir in Pilates noch so ein bisschen erwähnen in der Stunde, von verschiedenen Ausdrücken, die ich mache, die ich sage. Vor allem mit der Becky-Position. Und dann auch noch gerade werden wir noch schauen wegen der Pelvic Lift, der Brücke. Und dann tun wir auch noch schauen wegen Leg Circles. Vor allem einfach dort, wie die Becky-Position schauen, vom Mobilisieren und Stabilisieren. So, erstens möchte ich gerne die Becky etwas erklären, die paar verschiedenen Stellen, wo ich sonst damit rede. Wir kommen noch so ein bisschen näher. Jenny, kannst du den Wirbelsäule haben? Gut, dann schauen wir noch hier schauen. Das wäre jetzt unsere Becky. Hier hast du hier die ASIS, die ich viel erwähne, wenn wir hier einfach die Becky rollen oder die Länge möchte ich gerne ziehen. Dann hast du hier das Schambein, wo man tut eigentlich auch noch viel erwähnen, die Richtung vom Schambein zum Bauchnabel zum Beispiel. Dann, wenn wir drehen, den Becken hingere, dann hast du hier das Kreuzbein. Hier, für diesen Teil da, der Knochen, das ist der Posterior Superior Iliac Spine, auf Englisch gesagt, oder? Das wäre der PSIS, alright? Dann hast du das Kreuzbein dazwischen. Unter dem Kreuzbein ist es Knöchel, wo rollt unter, das heisst Steißbein. Das ist das Steißbein. Gut. Und dann vom hier aus hast du hier unter die zwei Sitzbeinhöcker. Und die zwei Sitzbeinhöcker ist das, was wir auch vielmals schauen, die sitzende Position. Oder auch, wenn wir rollen, auch noch so ein bisschen beobachten. Und wir tun vielmals entweder sagen, entweder Sitzbeinhöcker zusammen oder Sitzbeinhöcker auseinander. Da haben sie gleich noch ein bisschen Möglichkeit zum Bewegen, aber es ist eine feine, feine Bewegung, die die Sitzbeinhöcker machen können. Vom hier aus drehen wir auch wieder mal und zeigen, bevor wir weitergehen, danach auf der Matte die Hüftpfanne, also die Acetabulum. Hier rede ich auch vielmals, dass du solltest den Femur, also den Knochen, die Oberschenkelknochen in der Hüftpfanne. Wir nehmen jetzt die rechte Seite. Genau, das ist der rechte Femur. Das ist jetzt unser längster Knochen im Körper. Und dann hast du hier die Kugelkopf da. Und die Kugelkopf geht in der Hüftpfanne. Natürlich ist nicht Knochen auf Knochen, das ist klar, oder? Aber einfach so, wenn ich sage, der Kugelkopf oder der Femur im Hüftpfanne gleiten, das heisst einfach hier, natürlich, wenn du siehst, es geht einfach, dass der Kugelkopf reingleitet. Und du siehst, wie das geht mit dem Bein zusammen. So, es hat einfach diesen kleinen Winkel im Oberschenkelknochen. Alright, dann gehen wir noch zu der Matte. Das wäre jetzt noch ein bisschen Knochenanatomie. Gut, dann gehen wir noch zu der Matte. Janet wird jetzt uns zeigen noch ein paar Sachen mit dem Becken. Einfach ein grosses Protokoll, kannst du dann noch gerade sitzen und einfach gerade liegen auf der Matte. Beide Füße aufstellen, Jenny. Voilà. Und dann tun wir einfach hier noch weitergehen. Alright. So, ihr seht es, Jenny, ich komme auch noch gerade runter, ist in die Position jetzt hier noch so hookline, sagen wir das auf Englisch. Und das Schlüsselbein natürlich ist in die richtige Position, das sagen wir noch Trio, das Schlüsselbein breit, Schlüsselbein zurück, Oberarm saft gegen außen gerollt. Der Becky Pizzo, das kennt ihr auch, nehmen wir jetzt hier die Becky mobilisieren, die paar Becky Position, die ASIS, du kannst deine Finger auf die ASIS her tun. Jetzt möchtest du den ASIS zurückrollen in Richtung von Matte. So, das heißt, jetzt hier hast du den Becky hinten gekippt. Wenn du den ASIS in die andere Richtung rollst, du kannst gerade vorher rollen, dann gehst du langsam so wie in ein Hohlkreuz. Das ist eine Vorkippung im Becky. Dann gehst du nochmal, rolle die ASIS zurück. Du gehst in eine hintere Kippung im Becken, dann spürst du auch das Kreuzbein, du spürst den PSIS, du spürst deine Lordose, also deine Lumbar Spine, deine LWS, der Lendenwirbel. Und dann noch einmal gegen vorne, Jenny, zeigen. Dann ASIS gehst du vorne, dann gehst du auch wieder mal in eine kleine Hohlkreuz. Oder jetzt nehmen wir den Becky in Pizzo für dich, wenn ich sage Pizzo, das heisst neutral Becky-Position. Okay, so jetzt machen wir hier noch die Mobilisation. Auch hier, was der Becky gemacht hat, ist natürlich, wenn ich es hier kann sagen, ich weiß nicht, das ist schon ein bisschen weit weg, aber wenn ich jetzt hier den Femur hätte, du hast jetzt den Becky bewegt im Femur, oder? Der Bein ist ganz schön ruhig gewesen und der Becky hast bewegt im Femur, oder? Jetzt gehen wir langsam im Pelvic Lift.
Du kannst einfach den Becken lüpfen, musst gar nicht rollen. So den Becken lüpfen, voilà. Und du kannst immer noch deine Finger behalten auf deine ASIS. So der Knie geht vorne und deine Füße möchtest du abpressen und umziehen. So arbeitet auch ein bisschen im Popo. He? Popo arbeitet, Bauch arbeitet und deine Schulterblätter sind auf der Matte und deine Schultern sind ganz schön breit. Now, wenn du abrollst, du probierst die ASIS immer zurückrollen, sodass du Wirbel für Wirbel kannst abrollen. Auch mit dem Gedanken, der Knie geht führen, so wie die Wirbelsäule eine lange, lange Weg abgehen, so du könntest du noch Platz gewinnen zwischen jeder Bandscheibe. Alright? Now, du kannst hier auch aufrollen, wenn du möchtest. Also, das ist auch erlaubt, das ist nicht verboten. Du kannst jetzt hier deine Becken hinterher kippen. Du rollst ein Wirbel nach dem anderen auf. In dem Moment geht der Knie vor, du presst deine Füße ab und du möchtest deine Füße unterziehen. Und dann hier ist eine wunderbare Position auch noch für den Popo ein bisschen zu stärken. Wenn du den Popo wirklich schaffst, dann spürst du weniger in den Hamstrings. Die Hamstrings ist natürlich auf dem Muskel gerade da unter dem Oberschenkel. Ich weiss es nicht mehr, wie ich das sagen auf Deutsch. Dann nochmal hier, Hamstrings klingt einfach eher lustig. Ganz schön hier. Rollst du den ASIS nochmal zurück, sodass du abrollst, Wirbel für Wirbel. Und es hilft dir auch, die Wirbel für Wirbel ein bisschen zu spüren auf der Matte. Eins nach die andere. Und dann bringst du den Becken nochmal in Pizza. Wir machen noch einmal zusammen. Alright? Noch einmal keep the Becken. Du kannst aufrollen oder du kannst nur lüpfen. Was für dir noch geht. No problem. Und wie gesagt, du kannst hier auch noch lang bleiben. Du kannst noch hier einfach mit dem Atem noch so ein bisschen beschäftigen. Deine Scoops so noch ein bisschen üben. Füße abpressen, Knie verstoßen. Schon eine gute Position auch für die Mobilisation in der Wirbelsäule, auch ein bisschen Kraft im Bauch und Popo, in your powerhouse. Huh? And then again we slowly roll down. Den Wirbel für langsam aber rollen, eins nach die andere. Very nice, okay. Kurz Moment, Knie zum Brustnetz, um ein bisschen entlasten. Du kannst kreisen in eine Richtung, kannst kreisen in die andere Richtung. Und jetzt haben wir jetzt ein bisschen Mobilisation im Becken gemacht. Jetzt schauen wir ein bisschen für die Stabilisation. Und ich habe einfach die Übung Leg Circles ein bisschen gewählt. Das ist eigentlich eine sehr schwierige Übung zu machen. Vor allem der Becken sollte auch noch ganz schön ruhig bleiben. Und der Körper eigentlich auch, außer die Spielbein ist der, der natürlich ein bisschen bewegt. Alright, so jetzt. Du kannst jetzt hier deine linke Beinmatte strecken. Gut. Voilà. Und so, dass hier dein Körper ganz gut stabil ist, du kannst deine Schlüsselbeine breit. Und machen wir es so. Nimmst jetzt halbe die Matte mit deinen Händen und richtig an der Matte ziehen. Mhm. Wenn du an der Matte ziehst, dann kannst du gut deine Oberkörper, deine Backs, also der Backs ist Hüft, Schulter, Schulter. Das ist nichts anderes als wirklich sein Rumpf. He? Der Backs ist am Schaffen, der Nacken ist lang. Okay. Und jetzt hier, der Becken ist ganz gut in seine Pizza-Position. So, du hast nur eine kleine Traube unter dem Nierenbereich. Now, wenn du ein bisschen im Hohlkreuz bist, wenn der Becken noch ein bisschen in einer Führerkippung ist und es ein bisschen dort schwierig ist, oder zum Heben die hintere Rippe am Boden, du kannst immer ein Küsschen nehmen. Hinter dem Kopf, gut. Und das hilft dir hier, dass der Rippe ganz gut auf dem Boden ist. So vielmals sagen, in den Zwerchfell zurück tun oder auf dem Boden tun oder die ASIS umziehen unter dem Bauchnabel zum Schambein. Das hilft dir hier, diese Region, der Rumpf, der Rippe, noch ein bisschen besser zu organisieren, zu behalten. Also, wir behalten noch das Küsschen, das ist noch schön. Okay, hier noch bleiben. So, kommt wieder mal hier diese Bewegung von deinen Femur, also von deinen Oberschenkelknochen. Und ich sage, sollst du gleiten deine Oberschenkelknochen in der Hüftpfanne. Aber wenn du das machst, hier wird der Popo in diese Gluteal Crease, der Popo wird ein bisschen kräftiger. So richtig hier bohren. Und wenn du hier mehr Gewicht hast, Kraft hast, der Fuß wird schweben. Einfach schweben. Und dann schaffst du wirklich hier im Popo. Und das hilft auch, dass du weniger Krämpfe und so in den Hamstrings hast. Geht gut, hä? Alright, kleine Außenrotation im Oberschenkel. So, das heisst, wenn du jetzt hier
deine Oberschenkelknochen, würdest du sehen. Es ist nicht, dass du öffnest. So hier ist die Oberschenkel parallel. Dann nur hier eine kleine Außenrotation. Alright? So diese kleine Außenrotation behalten, werden wir das mit den Leg Circles machen. Und hier für die Leg Circles, wir gehen erst gegen innen, so wir gehen erst ein bisschen in die Richtung von der Nase, ein bisschen in die Richtung von deinen Gegenschultern, kleine Kreise unten durch und dann kommst du auf zu den gleichen Schultern. So vielleicht spürst du dich auch wie ein grosser Buchstabe D. Oder? Hoch. Wir machen noch drei Nase gegen Schultern, wir kreisen und wir laufen zu den gleichen Schultern. Noch einmal in diese Richtung. Oder zweimal. Kann ich nur mehr zählen. Gut. Und dann noch einmal. Selber machen. Gut. Und dann machst du in die andere Richtung, Jenny. So, jetzt sinken. Kleiner Kreis. Kreuzen über zu den Gegenschultern. Und wichtig ist, dass der Bein in der Außenrotation bleibt. Plus, dass der Becken ruhig ist und gleich die Gedanken, du möchtest jetzt hier die rechte Beckenkammer ein bisschen heben, sodass du gleich hoch bist wie die linke. Wenn du die 5 hast, Jenny, kannst du den Fuß abstellen. Voilà. Und manchmal genau hilft auch gut, dass du ein Küssi hast, das hier kannst du noch ein bisschen dünner behalten. Voilà. Ich denke, das ist gut. Also, du könnt dann nachher selber die anderen Beine selber machen. Wir haben jetzt dann noch ein bisschen Becken-Mobilisation gemacht, ein bisschen erklärt wegen die Knochen im Körper. Und wie die Beinposition für Leg Circles sollte noch ein bisschen sein. Und sonst könnt ihr auch immer Fragen stellen, was ihr möchtet gerne mal für ein Video sehen, was für Punkte das ihr möchtet, auch noch mal ein bisschen mehr Details wissen. Wir sind bereit zu machen, wir freuen uns so. Also, wir wünschen ganz einen schönen Rest vom Tag oder Abend oder was auch immer das dort noch sein. Und ich hoffe aufs bald. Bleibt gesund, Hände waschen. Ciao zusammen.